Gäste, ihr müsst mir jetzt sagen, was ihr wollt. Wollt ihr höher über die Wolken noch raus oder wollt ihr dort sich runter und vielleicht unten was sehen? Ihr entscheidet jetzt, was wir machen. Wir können bei 300, 350 Meter bis 500 Meter fahren. Da sieht man noch Egon im Garten liegen. Oder wir können hochgehen. Von mir lieber tiefer. Und du? Ja, ich mache tiefer. Ihr schließt euch beide der Frau an. Ja. Also gehen wir 500 erstmal runter. Ja? Alles klar, wie ihr gerne hättet. Unten fahren wir aber nicht so schnell. Ne? Hier haben wir jetzt 13 km/h, unten hatten wir 5, 6. Da haben wir der Mühe und Not, da Prater oder den Ort da hinten zu erreichen. Wobei wir ja unten dann wieder weiter rumdrehen Richtung Bergwitzsee. Ja? Also jetzt im Moment fahren wir in die Richtung, an der Elbe lang eigentlich. Und das ist mal so, dass die Höhe bleibt. Weil die Wolke hinter uns kommt immer näher. Wir müssen immer Abstand halten. Also müssen wir ein bisschen runtergehen. Entweder mit der Wolke mitziehen, in die gleiche Luftschicht gehen, oder aber runtergehen, das würde heißen höher gehen, oder eben runtergehen und dann halt in die Richtung fahren. Können wir machen. Ja, dann lasse ich ihn jetzt abfallen. Gut. Dann ist halt die höchste Höhe 1450 Meter. Spitzengeschwindigkeit bis hierhin waren 16 km/h. Ihr seht, wie wir fallen an den Wolken. Die kommen jetzt immer näher von unten. Ja. Wir fallen gerade mit 4,4 Metern pro Sekunde. Und wir sind auf 1300 runter. Hier brauche ich Platz. KMH auf 1270. Wir fallen mit 2,5 Metern pro Sekunde. Ja. 3 Meter pro Sekunde im Fallen. Wir sind runter auf 10 km/h in Richtung Südost. Die Elbe haben wir bereits überquert. Und wir merken jetzt leichten Wind von vorne, das heißt, wir werden abgetrennt, weil wir in eine langsamere Schicht eintauchen. Ja? Wir sind runter von ehemals 16 auf 8 km/h. Nach wie vor Richtung Südost auf 800 Meter Höhe. Thomas, du kannst ruhig erst noch mal warten. Ich gebe dir noch Bescheid, ja?
hier am Grauen Stein, wenn ihr den erkennt, das ist so eine Gartenanlage, so eine Siedlung. So eine Gartensiedlung. Mitten im Wald. So, das wären jetzt hier 600 Meter. Wir haben 7 km/h und fahren in Richtung Süden. Ihr winkt mal alle schön, dann wackelt er mit der Flügel. Seht ihr das? Ja. Und grüßt uns so auf die Weise. Das ist üblich. Eigentlich machen wir einen Kreis um den Ballon. Ja? Aber auf jeden Fall winken wir. Jetzt fahren wir schon in Richtung Südwest. Wir sind rund auf 385.